Okay, Schritt für Schritt weiter. In einen großen Raum. Voller Viecher. Okay, in einen großen Raum voller drei Orks. Das, ja, nee. Mal wieder Kampf berechnen. Yeah. Okay. Da habe ich mir wirklich was Schlimmeres vorgestellt. Ne? So ein großer Raum wie vorhin. Es hätten ruhig drei Dutzend Orks sein können. Aber ja, muss ja nicht immer sein. Hm? So, schauen wir uns mal in den Nischen um, ob hier irgendwas drin steht. Ein Gefängnis wäre recht schön. Wo irgendwelche Magier drin gefangen sind, die so einen Stein in der Hand halten. Oder eine Kiste davor mit der Beute der Magier. Hm. Schloss knacken. Oh. Da ist irgendeiner Tisch oder so. Ihr steht in einem kleinen Raum, in dem offensichtlich Materialien für die Schmiede gelagert werden. Holz, Holzkohle und mehrere Barren Roheisen. So recht von Interesse ist davon allerdings nicht. Wollt ihr den Raum dennoch genau unter die Lupe nehmen? Ja. Nichts von Interesse. Was ist das hier? Schlossknacken. Wir finden eine Robe, einen Wintermantel, Stiefel, Kuckucksdolch, Kupferschlüssel kommt mit. Gusseisenschlüssel kommt mit. Sollte erstmal reichen. Gucken wir uns mal die Schlüssel an. Wir werden den Schlüsseln vielleicht erkennen, wofür sie da sind. Also Gusseisenschlüssel war neu, Kupferschlüssel war neu. Du. Dies ist ein Kupferschlüssel. Dies ist ein Gusseisenschlüssel. Mhm. Okay, so also nicht. Weiter rechts an der Wand lang. Hier kamen wir her, richtig? Ja, also hier ist die Schmiede mit der Kiste. Eintrag schreiben. Kiste mit Roben und Dolch. Okay. Also raus und vorsichtig links rum. Hm. Und vielleicht ab und an mal die Wände überprüfen. Wir hatten ja ganz am Anfang auch so einen Geheimgang gleich gehabt. Schloss knacken. Oh, das wird langsam ein wenig verwinkelt. Eine Tür, die lassen wir erstmal zu. Ja, hier geht's weiter. Noch eine Tür. Noch ein Gang. Noch eine Tür. Okay, dann sollten wir die Tür da hinten nicht überspringen. Genau die hier. Schlossgang. Noch ein großer Raum. Keine Orks diesmal. Sehr schön. Die Wand sieht wirklich verdächtig aus. Wow. Wow. Was? Ist gerade irgendwas aufgegangen? Wow. Wow. Hm. Das war gerade komisch. Wow. Raum. Aber vielleicht rutschen die irgendwo drauf aus und sagen deswegen wow. Aber nee. Oder sie da drin und sie halten sich halt die Nase zu. Das kann natürlich auch sein. Also hier waren noch ganz viele Türen. Du, Schloss knacken. Der unregelmäßig geformte Raum wird von einigen Facheln schwach beleuchtet. Der Boden ist mit Teppichen und Tierfellen bedeckt. Von der Decke hängen Kräuterbündel, seltsame Fetische und verschiedene Metallteile. Ein strenger Geruch von Kräutern hängt in der Luft. Und Ogre. Ogre sind aber nicht wirklich stark, also berechnen wir einfach. Und Yallen sollte gleich Gwendolyn fasten.
Zack. So, also du. Genau du. Talent anwenden, Wunden heilen, Quinden. Geht nicht, okay. Mürrum, Talent anwenden, Wunden heilen, Jallen. Na also. So, Kräuter. Kräuter klingt schon mal sehr gut. Was haben wir hier? Dieses kleine Kästchen aus Edelholz ist über und über mit Kupferplättchen beschlagen. Der Deckel fehlt und offenbar somit sein Inhalt. Eine mumifizierte Hand und eine kleine Kupferscheibe. Und offenbart somit seinen Inhalt. Wollen wir die Hand nehmen oder die Kupferscheibe nehmen? Weder noch. Nehmen wir mal die Kupferscheibe. Okay. Vorsichtig nehmt ihr die Kupferscheibe aus dem Kästchen. Nichts passiert. Tirith entdeckt, dass die Kupferscheibe aus dem Schrein offensichtlich genau in die Vertiefung im Tondeckel passt. Ohne lange nachzudenken, legt ihr die Scheibe an ihren Platz und dreht den Gusseisenschlüssel im Schloss. Und siehe da, die Truhe ist offen. Starke Zaubertränke, oh yes, die kommen mit. Starker Heiltrank kommt mit, Bannstaub kommt mit, Edelsteine kommen mit, Gift kommt mit. Alkohol kann da bleiben. So, wo sind die starken Zaubertränke? Starker Zaubertrank. Dahin. Habe jetzt zwei Stück von. Starker Zaubertrank. Okay, zu dir. Oh, wir haben fast keine Pfeile mehr. Jo, das könnte auch ein Problem werden. Sonst noch irgendwas hier? Der Boden sieht komisch aus. Ne, hier scheint ein weiterer Gang. Oh, da geht's runter. Nee. Wir wollen nicht runtergehen, bevor wir hier oben nicht wissen, wo alles ist. Hier ist eine Schlafstelle für die Kräuterkundigen wahrscheinlich. Und noch eine Tür. Jo, noch eine Kiste. Schloss knacken. 20 Fackeln, 3 Laternen, 10 Öle. Nö, das brauchen wir nicht. Oh, das muss so eine Art Lagerkammer sein. Sehr schön. Nee. Das ist ein etwas hartnäckigeres Schloss. Was haben wir denn hier? Ganz viele Werkzeuge. 2 Brecheisen, 2 Hacken, 2 Hämmer. Nö. So, 3 Schreibzeug, 3 Glasflaschen, eine Laute und ein Alchemie-Set. Das Alchemie-Set nehmen wir mit, das ist gut was wert. Und wow. Was zur Hölle war das? 30 Schneeschuhe? Nein. Zehn Seile, 10 Decken. Aber der Schrei war doch ein wenig irritierend gerade. Vor allem weiblicher Frauenschrei in einer Orkfeste. Vielleicht war es ja der Magierin. Da wollen wir noch lang. Also da. Boah, sind hier viele Türen. Na komm, Schloss knacken. Oh. Oh, 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 oh. Autsch. Autsch. Aber es sind nur Ogre, da müsste eigentlich ein Computerkampf passen. Keine Magie. Okay. Talana muss verarztet werden, Corina muss verarztet werden, Tirith muss verarztet werden und Gwendolyn sollte Kräuter schlucken. Genau, du hast aber keine Kräuter. Achso, das war die Kupferscheibe. Okay. Du hast ganz viele Kräuter. Gib mal ein paar von den ganz vielen Kräutern zu Tirith. Ne, zu Gwendolyn. So. Zu. Njam, njam. Njam, njam. Bei dich können wir nicht mehr verarzten. Und wir haben wirklich mehr als genug von den Einbären. Oh. So.
zwei, drei Stück, dann passt das. Ach, ein Lebenspunkt, na komm schon. Das sieht besser aus. So, wo ist Yallen? Da ist Yallen. Talent anwenden, Wunden heilen auf Talana. Wunden heilen auf Kurima. Geht nicht. Wunden heilen auf Tirik. Geht auch nicht. Okay, dann müssen die Kräuter weiter wandern. Und zwar von dir zu ihm. Aber das sind nur 15 Punkte, die fehlen. Die sind schnell gemacht. Genau. Und jetzt noch Kurima. Talana ist ein wenig angeschlagen, aber es geht. Ist auch okay. Ja, bei ihr fehlt noch einiges. Also 1. 2. 3. So, es passt. Und die sollten zurück zu ihr. So, was habt ihr Oger bewacht? Hier liegt ein kleines Handbeil eines Ogers am Boden. Wollt ihr es mitnehmen? Nein. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Okay. Für mich sieht das sehr in Ordnung aus. Da ist eine Kiste. Zwei Kisten. Sorgfältig in gewachstes Tuch eingeschlagen, ruht auf dieser Truhe das Kriegsbanner der Orks. Oh. Da kann man bestimmt jemanden stinkig machen. Eine Fahne von gut 4 Rechtsschritt Größe, die mit allerlei blutrünstigen Zähnen bedeckt ist. Wollt ihr das Banner zerstören? Jo. Genüsslich zerreißt ihr die Fahne in kleine Fetzen. So, was haben wir hier? Schlossknacken. Na komm. Schlossknacken. Dies scheint die Kriegskasse der Orks zu sein. In mehreren Lederbeuteln lagern hier Gold und Schmuck in großen Mengen. Goldschmuckstücke. Orkschmuckstücke? Wir haben keinen Platz mehr. 3200 Silbermünzen waren das gerade. Wow. Und überall Gold und Gold und Gold und Gold und ja. Orkschmuck. Aber ja, jede Menge Gold. Das ist das Wichtigste. Wir haben ganz viel Gold. Wir kaufen uns einfach einen neuen Salamanderstein. Nein, nicht wirklich. Aber ja, das ist schon mal eine schöne Entschädigung für unsere ganzen Mühen bisher. Wir müssen nur noch lebendig rauskommen und irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Das Beil wollen wir noch nicht mitnehmen. Also unsere Helden haben ein komisches Gefühl hier in der Gegend. Aber hilft nichts. Also ja, wir müssen noch lebendig hier rauskommen und wir müssen den Salamanderstein finden, wenn er denn irgendwo hier ist. Es kann ja auch gut sein, dass die Magier gar nicht zu den Orks gehören. Was irgendwie immer wahrscheinlicher wird. Denn so wirklich nach Magiern sieht es hier nicht mehr aus. Oh, wir müssen jetzt zurück und da hinten durch, okay. Gucken, ob wir das hinbekommen. Also darum. Hier rum. Rechts an der Wand halten, in einen großen Raum rein, durch den Raum durch. Da geht's runter. Okay. Ja. Da müssen wir wohl runter. Wenn wir jetzt wirklich ein Gefängnis finden sollten, dann wohl eher unten, ne? Vorsichtig steigt ihr die Stufen hinab. Ganz so ein gutes Gefühl. Und anscheinend sind wir rückwärts die Stufen runtergegangen. So, es geht links rum einen langen Gang lang. Es geht rechts rum noch tiefer. Ich will nicht noch tiefer. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier. Und die erste Tür. Ja, hier sollten wir sichern. Und dann vorsichtig später die Tür öffnen.